Wenn man die erst, soll man auch wissen, wie es es hat und wenn es auch nicht schön gesehen ist, aber man soll es wissen, oder? Ich bin der Damian Signe, wohne in Appenzell, bin gelernter Metzger und habe seit dem Januar die Firma Weidwerker und führe jetzt die Hoftüte durch. Das ist der Betrieb Walter und Peter Amanse in der Bickeren, in Wiesbaden sind wir hier. So, wir haben die Hündenwäldle Kühe. Heute ist Bier der erste Schlachttag. Die Hoftötungsgeschichte, da macht ein Kindbauer, wo das Tierwohl nicht an einem höheren Punkt steht, oder? Leben und Sterben gehört für mich auch zum Leben. Für mich ist es eine natürliche Sache. Wenn der mehr einmal die Leute rufen, die Mörder und weiss ich was, sie sind schon an mich hergefahren und haben mich beschimpft. Die Bauern leben von dem, dass sie das Fleisch verkaufen können. Und ja, da ist vielen Leuten nicht bewusst. Man muss einfach wissen, wir brauchen die Tiere, wir brauchen keine Massentierhaltung. Bin ich ganz klar der Meinung, braucht es nicht. Jedes Mal, wenn ich den Bolzenschussapparat in die Hand nehme und auf die Zugang, dann geht mir im Kopf ein alles gleich durch. Hoffentlich geht alles gut und das Tier merkt nicht. Und ich bin mir jedes Mal bewusst, dass ich jetzt hier dein Leben auflösche. Und es ist nicht da, wo ich den liebst. Das gehört bei mir dazu. Und ich will es diesen Tieren möglichst gerecht machen. Und darum mache ich das. Das Hirn ist zerstört. Wenn so ein Bolzen ins Hirn ist, der ist hohl an, der rupft gerade auf. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Tier, der so sauber betäubt ist, je wieder einmal aufstehen wird. Jetzt direkt und jetzt geht es ab. Unterwegs. Gut, weißt du, 10 Minuten? Ja, 10 Minuten. Ja. Gut, ciao, ciao. Jetzt gehen wir in den Schlachtbetrieb von der Appenzeller Fleisch- und Feinkost AG. Das muss jetzt in 45 Minuten ausgenommen. Ich mache es, eine Art Tier zu lieben. Weil ich mich einfach an dem gestört habe, dass man hier, also ich heute hier nicht alles erzählen, was ich schon gesehen habe. Da laufen heute noch Sachen, wo mir dann alle Hotspacks stehen, wo ich die Welt nicht mehr verstand. Ich kann nicht sagen, was für mich ist. Ist eine Art nicht eine Erfüllung, weil ich jetzt hier mache. Ich habe das Gefühl, ja, ich glaube, ich bin noch für da, wo jetzt einfach auf die Welt gekommen, dass jetzt da einen durchzüchten und da möglichst korrekt machen.